Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Judy von Yusha und wir stehen jetzt hier wieder vor dem, ja, Leichentunnel, haben lustige Musik und, Entschuldigung, ich fürchte, wir müssen da nochmal durch. So wie es aussieht, haben wir beim letzten Mal, sind wir relativ schnell zu dem großen Raum gekommen und haben scheinbar nicht alle Leichen mitgenommen, die wir aber brauchen, um das Rätsel zu lösen. Also rennen wir hier jetzt durch die Gegend und suchen lustige Leichen, die uns dann wieder anspringen, damit wir von vorne anfangen können. Aber ich glaube, dass wir die Leichen gefunden haben, ist... Ach komm, füg dich doch. Ich hab dich gesehen, du Penner. Es wird doch nicht gespeichert. Ich will hier ehrlich gesagt nicht durch. Wieso ist das nicht gespeichert? Wieso muss ich das nochmal machen? Ich will das nicht nochmal machen. Ich will doch diese verdammten Leichen nicht suchen. Verdammt. Gibt es einen längeren Weg dahin? Wir laufen einfach mal hier weiter. War beim letzten Mal auch nicht verkehrt. Ich habe halt nur Angst, dass wir dieser dämlichen Leiche wieder begegnen. Okay, wir sind jetzt hier. Da würden wir im Kreis rennen. Da ist noch eine Leiche. Hallo, Bruder Leiche. Wo läufst du hin? Das habe ich beim letzten Mal aber nicht gesehen. Ob das so klug ist? So schnell. Da ist wieder einer. Tut mir leid, ich bin gerade hochkonzentriert, darum rede ich nicht so viel. Das ist echt übel. Aber wir sind jetzt einfach im Raum gelandet, das ist ja ganz toll. Und der führt uns jetzt wieder hoch, aber haben wir jetzt alle Leichen, die wir brauchen, um das verdammte Rätsel zu lösen? Wie bescheuert. Nein, wir haben zwei. Ach, ich will da nicht nochmal raus. Ach nö. Ach komm, das ist doch echt nicht witzig. Kann ich nicht raten?
Wahrscheinlich nicht. Ich will das verkackte Rätsel nicht machen. Ich will das nicht machen. Ich will hier raus. Ich habe keine Lust mehr. Oh, ey. Mein Magen zieht sich zusammen. Ich mag das echt nicht. Das ist, als wenn ich irgend so ein dämliches Scheiß-Horrorspiel spielen würde. So fühle ich mich gerade. Oh, ich bin scheiße in sowas. Ich gucke gerne Horrorfilme. Ich, wirklich. Ich keine Schmerzen mit, finde ich toll, ne? Nur spielen ist wieder was anderes. Beim Gucken, da wirst du nicht gefordert. Du musst einfach nur gucken. Klar denkst du dir immer so, ach scheiße, tu's nicht. Lauf nicht zu dem Lärm. Das ist keine gute Idee, du wirst sterben. Aber das greift einen selber nicht so an. Als wie wenn man hier durch die Gegend rennt. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich bin. Ist auch scheißegal, die sind ja überall Karten. Als wenn man das... Oh hier, Bruder Leiche. Bruder Leiche, Bruder Leiche. Schläfst du noch? Reicht das jetzt? 3 von 5 sind doch super. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir hier in der Nähe beim letzten Mal draufgegangen und mussten alles nochmal machen. Naja, nicht alles nochmal, da wir ja... Wieso finde ich den Weg auch immer so schnell? Wenn ich jetzt rausgehen würde, ich bin ja umgezogen. Ich wohne ja jetzt in einer ganz anderen Stadt. Wenn ich jetzt rausgehen würde und durch die Gegend laufen würde, würde ich mich zu 99,9% verlaufen und nicht wieder nach Hause finden, weißt du? Aber hier finde ich direkt dahin, wo ich hin soll. Das ist creepy. Die ganze Situation ist creepy. Wo ist die verkackte nächste Leiche? Das sind 5 Ringe, das reicht da. Gott sei Dank. Pff, vergiss es, ich gehe schön den Weg zurück, den ich gekommen bin. Wenn wir 4 Leichen haben und 5 Ringe, dann können wir den letzten Ring erraten. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein, dass ich den Weg zurückfinde. Da ist eine Karte. Und dass die verkackte Gangsterleiche nicht kommt, um mich vom Stuhl zu reißen. Gehen hier jetzt rum. Nein, wir gehen hier jetzt nicht rum. Wo bin ich denn hin? Wo bin ich denn? Ach, hier gehen wir rum, ich Idiot. Karten, die sind auch nicht meine... Oh. Haben wir jetzt 5 Leichen? Oder musste ich die jetzt alle nochmal einsammeln? Hm, ich trau dir nicht. Kannst du rumfliegen, solange du lustig bist. Ich musste aber lang. Das schildert doch gleich 100%ig wieder dieser kleine... Ich trau den Braten nicht. Egal, ich laufe da jetzt hoch. Und dann kommen wir hier jetzt gefälligst raus, weil ich echt keine Lust mehr auf die scheiß Mine habe. Ich will hier raus. Ich habe keine Lust mehr. Ehrlich nicht, diese Mine macht mich kirre. Diese ganzen Leichen machen mich kirre. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Prima. Bin ich froh, dass ich so gut im Leichensammeln bin. Okay. Oh, Alter, mein Herz. Ich halte das nicht aus. Okay. Stern ist auf... Machen wir ihn hier zuerst. Stern ist auf diesem komischen... runden, halbrunden Ding. 2 Striche.
Komm, fühl mit mir. Stern ist auf diesem komischen halbrunden Ding. Zwei Striche, okay. Verdammt, egal, laufen kann ich nicht. Kreis ist auf dem Z. Haben wir den Kreis? Kreis ist auf Z. Sag ich, yay, Game Over. Du hast es geschafft. Das Drachending ist auf dem Halbkreis. Ein Strich. Oh, ey. Diese Anspannung, die ich gerade fühle. Viereck ist auch auf Z. Es sind übrigens sechs Dinge, das ist ja auch egal. Ich kann nicht so richtig erkennen, auf was Dingens steht. Was ist denn für Symbol da hinten? Wirbel scheint das zu sein. Okay, dann das Ding ist auf Wirbel. Bist du? Nein, du bist nicht der Wirbel. Bist du der Wirbel? Nein, aber du. Und jetzt? Ich hab doch alles. Oder war das falsch? Nein, Wirbel. Jetzt sag nicht, da war noch eine sechste Leiche. Ich gehe da nicht nochmal raus. Ich finde das jetzt so raus. Ah, verdammt. Okay. Komm. Den letzten müssen wir raten. Ich gehe da nicht nochmal raus. Es ist nichts passiert. Okay. Ich weiß auch gar nicht, woher ich wissen soll, ob ich jetzt richtig bin oder nicht. Ist das hier vielleicht falsch? Nein, ist richtig. Freunde, wieso seht ihr eigentlich alle gleich aus? Wieso bin ich größer als die Leichen? Kann ich das vielleicht ohne die sechste? Aber wo soll da noch eine sechste Leiche sein? Ich bin schon froh, dass ich die anderen fünf gefunden habe. Okay, nochmal. Kreis ist Z. Viereck ist auch Z. Haben wir beides? Stern ist Halbmond mit zwei Strichen. Ich kann ja eh nicht runterfallen. Drache ist das andere Ding. Haben wir hier ja. So, und die Pyramide, sage ich jetzt mal, ist dieser Wirbel. Oh, verdammt, wie soll ich denn jetzt wissen, was richtig ist? Gibt es noch einen anderen Wirbel? Nein. Aha. Ich glaube auch.
Jetzt ersauf ich. Na, das ist ja wundervoll. Ich kann also unter Wasser leben. Was zur Hölle ist das? Komme ich hoch? Nein. Willst du mich verarschen? Da ist ein Zettel. Der Fluch des Seemonsters. Das heroische Necromanikon und die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnaihi beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnaihins Fluch auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnaihin verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Oh. Ja, okay. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Das scheint wieder... Okay. Was bist du? Dale. Schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Oh. Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Marktamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, in dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent F27F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen, das war das Kabel für meine andere, also für meine Festplatte und so weiter und so fort, ist egal. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Mackey, Verwaltungsdirektor. Das hat doch verlaufen. Okay, da kommen wir nicht durch, also nehme ich mal an. Oh, krass. Ich weiß, wo wir sind. Das heißt, wir können die Scheißmine endlich verlassen. Oh mein Gott, ich renne jetzt nicht zum Wagen zurück, um wieder hierher zu fahren. Das könnt ihr knicken. Ich will hier einfach nur raus. Ich will hier raus und glücklich werden mit dem Gedanken, dass ich hier raus kann. Yay! Freiheit! Oh Gott, war das ätzend mit den Leichen. Können wir mal einer erzählen, warum jede von Ethans Gruselgeschichten für uns immer zur Realität werden? Wie ich da hänge mit dem Tentakel, ja, schon klar. Das ist fast genauso schön wie mit dem Weltraum. Wo wir meinten, yay, wir fliegen jetzt ins All.
Ah, das waren auch schon die 20 Minuten. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich vorm Ausgang stehe. Bis dahin. Tüdelü.